Was ich heute sehe, dass sich viele junge Kolleginnen und Kollegen hier wahrscheinlich bei dem Wettbewerb beteiligt haben. Das ist dazu meine Vermutung, weil ich als auch schon lange auch junge Sommerstudenten ausgebildet habe und so ein bisschen weiß, wie die so ticken und was sie so zeigen. Man sieht, einige probieren sich hier aus. Deswegen muss man das so ein bisschen unter Vorsicht genießen. Andere sind Profis. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr professionelle Arbeiten gewünscht, ist aber auch sicher dem geschuldet, dass wir derzeit als Planer sehr viel zu tun haben. Insofern ist das, was wir heute sehen, wirklich eine große Breite, auch vielleicht für einzelne Orte. Und jeder guckt vielleicht zuerst, was passiert bei mir vor der Haustür. Was wir heute aber hier in dieser großen Runde machen, ist eigentlich doch auch so was wie so einen gemeinschaftlichen Blick zu finden. Das ist ganz interessant. Was ich hier sehr interessant finde, ist eigentlich diese mehrstufige Idee, nicht nur heute eine Entscheidung herbeizuführen, wer ist denn der Beste, sondern zusammen mit den Bewohnern dieses relativ großen Stadtteils und auch vielleicht eines Stadtteils, der nicht so sehr verwoben ist mit anderen Bereichen, einfach zu sagen, wir sind wer und wir wollen eine Zukunft entdecken, die wir vielleicht selber noch nicht so richtig kennen. In dem Bereich habe ich gerade in der Lausitz, also auch im Brandenburger Milieu, auch schon mit vielen Städten zusammengearbeitet, wo es eigentlich auch immer um dieselbe Frage ging. Wie sieht unsere Zukunft aus? Das ist natürlich in Südbrandenburg eher so, wer geht noch weg und wer bleibt hier? Während wir hier am Schlatz natürlich eigentlich so die Frage sehen, wie schreiben wir etwas weiter, was eigentlich schon über 30 Jahre dann zurückliegt und wo vielleicht Oma und Opa vielleicht mir noch am meisten was erzählen können. Wir heute uns eigentlich eingelebt haben in etwas, wo wir auch fragen wollen oder fragen müssen, wie lässt sich das weiterentwickeln? Wir haben heute sehr viele neue Zukunftsthemen im 21. Jahrhundert. Da muss man natürlich auch fragen, was taugt das alles? Aber was haben wir eigentlich wirklich Neues zu entdecken und neu bereitzustellen? Und das ist eigentlich eine sehr schöne Diskussionsrunde dafür. Also für Brandenburg ist das natürlich ein Novum, was hier passiert. Das muss man auch so ein bisschen den Schlazern zugute rechnen, dass sie das Umfeld der Landeshauptstadt hier gut nutzen können und zu sagen, macht doch was für uns, wir sind also auch wir sind wichtig. Und das ist natürlich besser, wenn das in so einen Bereich fällt, in der sowohl Stadt mit seinen Verwaltungen als auch dieses bürgerschaftliche Engagement letztendlich schon seit längerem zu der Stadt dazugehört. Das vermisse ich leider noch in vielen anderen brandenburgischen Städten. Dort findet das eher im Klein-Klein oder vielleicht nicht in dem Umfeld statt, wie wir es hier jetzt gerade sehen. Springt auf diesen Zug auf, braucht man den Schlazern, glaube ich, nicht mehr sagen. Dass diese Möglichkeiten, es brummt überall und es brummt jetzt auch bei uns, auch immer zwei Seiten hat. Also es bewegt sich was, aber dann bewegen sich auch manchmal Dinge, die man nicht so richtig gut findet. Das ist vielleicht auch die Botschaft für die Sommerzukunft, einfach dann auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, jetzt haben wir was erreicht, sondern tatsächlich sagen, also vielleicht müssen wir uns nochmal in Antwort auf dieses Wettbewerbsergebnis nochmal fragen, wie wir uns organisieren, wie wir hier Gemeinschaften bilden können oder auch Interessenvertretungen, die zusammen gerade mit den Wohnungsgesellschaften, die ja hier, finde ich, sehr offensiv und positiv hier mit den Schlazern bisher irgendwie sich für mich zeigen, mehr als etwas, was sich verwoben hat oder inzwischen schon stärker als ein Miteinander zeigt, einfach diesen Weg noch stärker irgendwie angehen und sagen, jetzt, wie gesagt, wir fokussieren uns mehr auf das oder das oder das. Und ich denke, damit haben die Schlazer auch gute Partner hier, die es inzwischen nicht nur gewöhnt sind, sondern auch ziemlich professionell, denke ich, auch aufgestellt sind.